Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Ich freue mich, dass ich ab sofort wieder leckere Rezeptvideos für euch drehen kann. Die werden wie immer jeden zweiten Sonntag hochgeladen. Zwischendrin werde ich dann auch noch ein paar Produktvideos vom Pampered Chef online stellen. Einfach wie immer die, die ich am liebsten, also meine Lieblingsprodukte wie immer. Wenn es da irgendwelche geben sollte, die fehlen für euch oder die ihr gerne vorgestellt haben wollt, könnt ihr mir das natürlich gerne in den Kommentaren schreiben. Dann kann ich gerne auch dazu ein Video drehen. Ja, es folgen auf jeden Fall jetzt auch wieder ganz leckere Weihnachtsrezepte. Ich habe eigentlich genau richtig wieder angefangen. Weihnachtszeit ist unsere Lieblingszeit und es werden auf jeden Fall ein paar Geschenkideen wahrscheinlich auch für die dabei sein, die sich wie immer nichts wünschen. Oder wenn man sagt, man schenkt sich nichts, so sagen wir das ja auch immer oft. Und man freut sich natürlich immer über irgendeine Kleinigkeit. Und da bietet sich ein kleiner Gruß aus der Küche immer an. Ich freue mich schon auf die Videos. Ja, und wir haben auch wirklich nur eine Drehpause eingelegt, weil wir uns eigentlich den ganzen Sommer über um unser Haus, unseren Garten gekümmert haben. Unser Garten ist dieses Jahr, kann man schon so sagen, entstanden. Einige Beete sind eingezogen und vor allen Dingen auch mein Nutzgarten. Das war wirklich die größte Freude für mich. Und passend dazu habe ich auch im Sommer einen Einmach-Online-Kurs abgelegt. Und der war wirklich sehr, sehr hilfreich, gerade wenn es darum geht, wie man Gemüse einlegt und fermentiert. Da gibt es so viele Dinge, die man beachten muss. Oder ja, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, wie es klingt, aber man muss halt gewisse Dinge beachten. Und das war mir ganz, ganz wichtig, dass das auch mit dem richtigen Know-how hinterlegt ist. Und da werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall drauf eingehen und ein paar Videos passend dazu für euch drehen. Wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, könnt ihr mir das gerne schon mal reinschreiben. Dies ist ja auch für mich dieses Jahr das erste Mal mit Gemüse einlegen und fermentieren. Ich bin schon gespannt, wie es schmecken wird. Und ja, ich freue mich, dass ich jetzt wieder am Start bin. Außerdem habe ich auch noch überlegt, meinen Channel umzunennen. Es gab ja den einen oder einen anderen Kommentar, der, ja, Crystal's Delicious ist ja auch wirklich nicht so einfach. Für mich natürlich schon, wenn man immer so genannt wurde, Crystal, und dann Delicious hinterher setzt, aber es ist schon ein schwieriges Wort zum Aussprechen. Da habe ich jetzt eine kleine Vereinfachung. Und wenn es soweit ist, verrate ich die natürlich. Ich bin jetzt erstmal dabei, das Logo zu erstellen. Und ja, ich freue mich, dass wir wieder oder dass wir wieder drehen können für euch und freue mich schon auf das nächste Video. Bis dann. Tschüss.